Hallo, ich bin Harry Fotiadis und ich komponiere die Musik zum Film One Step Ahead, worüber ich mich auch sehr, sehr doll freue, von Patrick Stroh. Der erste Kontakt mit Patrick war vor einigen Monaten in einem Filmforum, wo er mich auch gefragt hat, ob ich doch nicht Lust hätte, den Film musikalisch zu untermalen. Ich wollte natürlich prüfen, wie wichtig ihm die Musik überhaupt ist, denn ihr müsst wissen, für einen Regisseur ist die wichtigste Sache in einem Film die Regie natürlich. Für einen Lichtmann ist die wichtigste Sache das Licht. Und für einen Komponisten natürlich die Musik. Filmmusik ist was ganz Spezielles. Man muss genau wissen, was man macht und wieso man es macht. Es ist nicht einfach, ich komponiere etwas hier und alles läuft perfekt, sondern man muss exakt auf Bild komponieren. Und im Prinzip ist es so, dass der Komponist, wenn er auch gut ist und sein Werk versteht, kann er entscheiden, wo der Zuschauer locker bleibt, wo die Spannung ist. Ich kann bestimmen, okay, hier möchte ich, dass du dich wieder beruhigst, hier möchte ich, dass du lachst, hier möchte ich, dass es spannend wird und dass du ein bisschen Angst bekommst vielleicht. Sehr viel klar geworden, dass der Patrick auch natürlich weiß, wie wichtig die Filmmusik ist und er möchte viel in der Filmmusik investieren. Und hier sind wir jetzt in meinem Musikstudio im Labor, wo alles entsteht. Ob es jetzt das Sounddesign ist für den Film, also die Foley Sounds, oder auch die Musik zum Film. Es wird alles hier entstanden. Es kommen super tolle Leute, die Sachen auch einspielen. Wir haben zum Beispiel den Don Tonso, der spielt einige Gitarren in der Musik, die wir hören, und ist auch einer der zwei Foley Artists im Film, gemeinsam mit Nick Meady. Das meiste davon wird auch hier entstanden. Ja. Die Filmmusik trägt dazu bei und hilft, die Gefühle zu übermitteln, die das Bild alleine nicht übermitteln kann. Stellt euch vor, wir hätten eine Szene und wir versuchen, Spannung rüberzubringen. Ohne die Musik ist sowas natürlich unmöglich. Sowas kann man nicht machen. Und jetzt möchte ich auch nicht viel darüber reden. Ich möchte euch ein paar Bilder zeigen, wie wir hier arbeiten, wie der Prozess verläuft, wie der Ton, der Don und alle anderen hier ihre Sachen einspielen. Und dann schauen wir auch lieber weiter. Ich ist dir Tag der Klick, du musst bei der Klick oder Klick oder los. Okay. Okay. So, ich bin da, ich bin da, ich Bist du bereit? Thank you.
Meine Arbeit im Film ist hauptsächlich Foley Sounds und ein paar Gitarren. Und noch dieser kleine Funken Wahnsinn, der manchmal dazu gehört. Was sind Foley Sounds? Foley Sounds sind, das sind die Geräusche, die man im Film hört, aber das sind nicht unbedingt die Geräusche, die man sieht. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel im Film eine Glasscheibe zerbrechen sieht, dann ist der Klang, den man dazu hört, nicht unbedingt der originale Klang von der Scheibe, die kaputt gegangen ist, sondern das sind künstlich erzeugte Soundeffekte. Eigentlich sind es Soundeffekte. Die werden nachträglich parallel zur Szene gemacht, eingespielt, damit der Klang einfach noch echter wirkt. Weil man hat nicht immer überall Mikros, um jedes Detail einzufangen. Und deswegen macht man Foley Sounds. Viele Klänge, die man im Film hört, fertigen Film, in der fertigen Produktion, stammen gar nicht wirklich vom Dreh. Zum Beispiel der Raum, die Akustik des Raumes oder ein Hintergrundrauschen, was man zum Beispiel in Szenen außerhalb hat, oder Schritte, alles Mögliche, dass diese Sounds entstehen dann in geeigneten Räumen, sagen wir mal. Das muss nicht unbedingt das Studio sein, es kann auch die freie Natur sein, es kann auch eine Straße sein, wo das alles nachträglich gemacht wird. Und für One Step Ahead habe ich mit Harry und Nick, wir haben auch viel improvisiert, muss ich sagen. Es waren viele Sachen, man hätte gar nicht erwartet, dass man die Sounds für diese Szenen oder für diese Bilder jetzt konstruiert. Aber Foley Sounds machen Spaß, weil da kann man richtig kreativ sein, man kann verspielt sein, man kann aus allen möglichen Sachen, allen möglichen Klänge herausholen, und mir persönlich macht es sehr viel Spaß, und für One Step Ahead hat es mir auch sehr großen Spaß gemacht. Vor allem mit solchen Leuten wie Harry und Nick zusammenzuarbeiten, das ist immer eine ganz gute Erfahrung.